mit ihrer Alice noch einmal bringen könnte. So, gut durch das erste Drittel, gut durch die erste Hälfte. Es ist aber hier ganz kurz im Mittelstück der Dreifachen, dass sie da kurz dran gekommen ist, aber... Aber man merkt es auch so ein bisschen auch noch bei Anne Simone. Sehr, sehr sicher fühlend, trotzdem aber hoch konzentriert. Schauen Sie mal, wie diese fünf, wie sie leicht die aus diesem Ärmel schüttelt. So, und dieser Mercedes, dieser Schlusssprung, der hat bisher uns wirklich zu viel getan. Aber bei Simone bleibt der liegen. Und Doppel-Null im Mercedes-Benz Nationalteil. Von Simone Blum mit DSPNS. Das ist zum einen natürlich ein ganz starkes Ergebnis der Weltmeisterin. Das ist zum anderen natürlich ein unglaublich starkes Ergebnis eben hier. Um einfach die Deutschen gut in diese zweite Runde hier hineinzubringen. Die Niederlande mit 4 Fehlerpunkten insgesamt aus dem ersten. Na klar, Umlauf zittern die beiden. Otto Becker und Heine Engelmann. Aber so, jetzt heißt es wieder Zähne zusammenbeißen und weiter. Michael van der Vleuten.